Servus Leute, heute sind wir hier unterwegs mit Civilization Beyond Earth. Und ich habe hier die guten Kumpels von der Gaming Galaxy dabei, wir sind leider nur zu dritt, aber das wird auch ausreichen. Ja. So, ein erster Blick auf das Spiel, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Pan-Asien-Kooperation. Wir haben hier alle ein paar Boni ausgewählt. Fondation. Ich habe irgendwas auf Französisch. Franco-Liberal. Oh mein Gott. Irgendwas auf Französisch. Baguette, keine Ahnung. Pommes frites. Auszüge aus den Koloniearchiven. Persönliche Aufzeichnung Vadim Petrovich Kostov. Oh, okay. Ja, den habe ich vorher auch schon mal gelesen. Das ist mein bester Buddy. Buddy? Ja. Auf dem Schiff. Mit dem gehe ich immer shoppen am Sonntag. Ich habe. Ui. Wow. Okay. Was muss interessante ich Startplätze hier. Ja, ich weiß einen Startplatz auswählen. Ja. Soweit ich weiß. Also hier irgendwo in dem Gebiet, was frei ist. Darf man auswählen oder wie? Ja, so ziemlich. Ja, dann nehme ich doch am besten mal. Ja, ich weiß nicht, das ist alles nicht so prickelnd. Ich nehme den. Awesome, wie das aussieht. Ja, cool. Oh, Himmel. Wir sind gelandet. Ich glaube, mein bester Stadt. Kann man hier die Stadt umbenennen? Ich hoffe ja. Was ist das? Ja, ungefähr. Also, ich kann das nicht. Kann man die, weiß einer von euch, ob man die Stadt schon bewegen kann? Beziehungsweise noch ist es ja keine Stadt, noch ist es erstmal ein Außenposten. Ja. Ja. So, noch kannst du die bewegen. Hier. Kann ich den bewegen? Neuer Name für die Stadt geht doch. Was? Wo? Außenposten. Über dem, wenn du auf die Stadt klickst, über dem Stadtnamen steht ändern. Über den Stadt. Da. Sehr schön. So, der Bautrupp ist bei mir schon gleich beschäftigt. Erstmal einen Wald niederroden. Jo, immer mit der Ruhe, jo. Aber sag mal, kann man die Stadt umsetzen oder nicht? Beziehungsweise die Man kann Station. Die innerhalb von den roten Geländefeldern setzen, nur ich glaube, das war's dann schon. Unverschämt. Also, in alle Richtungen hat mir genau ein Feld gefehlt, obwohl ich extra den großen Sichtbereich am Anfang gewählt habe. Sowas Blödes. Ich bin an der Küste, das ist schon mal ganz super. Produktion wählen. Oh, das gelobte Land. Transzendenz, Kontakt. Achso, jetzt informiert er an, aber nein, ich möchte keine Informationen. Forschung wählen, ach du Ja, es geht so richtig schön ab am Anfang. Oh, Hilfe. Ich hab das Chemie zeigt Erdöl auf der Karte. Das wäre doch was für ein produktives Land, oder? Ach da, Forschung wählen. Erdöl, so, dafür hätte es eine. Scheiße. Bei Erdöl hätte es eine Startmöglichkeit gegeben, ohne Forschung das Erdöl benutzen zu können. Es gibt auch eine Forschung, dass du. Oh nein. Ja? Was ich los? Ich glaube, ich nehme erstmal Habitat hier. Bist du gleich bei Aliens gestartet oder was ist passiert? Nein. Ich habe gerade. Was dann? Man muss eine Technologie erforschen, damit man sozusagen andere Städte bauen kann. Aber was war das? Ja. Ach, das ist easy. Ich bin fertig. So, wie kommen wir jetzt wieder aus dem Baum raus? Zurück zur Karte. Ich hab dich schon erobert. die Technologie, ich hab die gleich mitgenommen am Anfang. Ja, ich hab erstmal einen Bautrupp mitgenommen. Ich hab mitgenommen, dass ich das zwei auch nicht Einwohner hab. Dachte ich mir, dann wächst meine Stadt schneller. Und dass ich halt einen größeren Radius hatte, wo ich landen konnte. Canyon. Chitin. Oh, hier gibt's Chitin, okay. Weißt du, was das ist? Planetia. Wow. Weißt du, was Chitin ist? Ja, weiß ich. Ja. Das ist dieses Schalenzeugs, was die haben. Die Insekten. Ja. Genau. Nutzen das. Käferhaut sozusagen. Warten auf Ja, lass mal. Ja, auf mich müsst ihr erstmal warten. Ich muss noch meine Technologie auswählen. Ich weiß noch nicht Diplomatie. So genau, in welche Richtung ich gehe. Wunder. Ihr könnt ja dabei schon mal genau die anderen Sachen erkunden, die es so gibt. Bei mir wird erstmal ein Wald niedergerodet. Hört sich interessant an. Der Bautrupp rodet bei mir gerade nur einen Wald nieder. Anfang. Hurra. So, ich wünschte, der wäre nicht genau da gestartet, weil ich habe aus Reflex erstmal auf Farm errichten geklickt und jetzt, Der Wüste bei dir. Ist erstmal, ja, ich habe Wüste bei mir.
Das denn? Wüste. Da ist aber Obst bei mir drin in dem Geländefeld, was ich habe. Hier sind Algen vor der Küste, genau dort, wo nachher der Hafen ist, sind bei mir Algen. Toll, da kommen die Schiffe nicht raus. Wisst ihr, was ich forschen muss, um Kieselerde benutzen zu können? Nein. Ah doch, das weiß ich schon lange. Hier ist Basalt, hier ist... Kieselerde? Warte, ich habe wahrscheinlich habe ich das von Anfang, aber ich weiß es nicht genau. Weiß nicht mehr, wo man mehr die Forschung auswählen kann. Ach ja, für Kieselstein. Handelskonvoi, Handelsschiff, Handelslager. Nur leider nicht. Ich würde eher so sagen, vielleicht Chemie oder so. Oder Ökologie, oder? Nein. Keine Ahnung. Vivarium? Ultrascheiß, ja, Vivarium. Was hab ich denn hier? Das ist echt cool. Das ist auf jeden Fall mal die erste Forschung, die ich treibe. Geländemodernisierung, die von Bautrupps auf Korallen. Algen ist auf dem Gang gewesen. Ja. Und was sind da noch meines? Dann bleibe ich erstmal dabei. So. Okay. Ich bin jetzt soweit. Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen warten. Ich hab's aber auch gleich. So, ich habe erstmal drei Forschungen voraus ausgewählt, weißt? Damit ich später nicht so viel tun muss. Okay. So, und jetzt vielleicht noch den Erkunder? Ach, den haben wir schon irgendwo hingeschickt. Gut, ich bin auch soweit. Na, wie heißen eure Städte? Kannst du erkunden? Kann ich? Ja, wir haben doch sofort Radiotechnik. Ja, wir sehen uns sofort. Ja, wir sind doch in der Zukunft. Gut. Wo seid ihr? Da bin ich. Und da seid ihr. New Hope. Ah, ja. Und Utopia Planetia, okay. New Hope ist sehr passend. Lemandor. Sagt mir nichts. Kennt ihr Utopia Planetia? Nein. Nö. Ich das ist, glaube ich, die erste Marskolonie gewesen in Star Trek. Ah, okay. Ja. Ich habe bei mir jetzt auch Kieselerde gerade gefunden. Ich sehe euch nicht. Phyraxit. Also, ich weiß nicht, was das ist, aber es bringt mir Geld, also... Bestimmt so ein Erz, was besonders ist. Nochmal Kieselerde, Knollengemüse, das bringt also Nahrung. Und dort haben wir einen Meerdrachen, einen fremdartigen Meerdrachen. Okay, interessant. Ich werde nicht näher drauf eingehen, lieber nicht. Ich hab grad eine Quest. Autrop. Dann kriegt er jetzt schon eine Quest, was ist denn da wieder los? Ja. Ich will auch eine haben. Bin halt gut. Du ja, hast genau. Quest, okay. Ich weiß zwar nicht, wo die auftaucht, aber ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie in Erfahrung. Wohingegen ich habe bereits Aliens. Was? Oh mein Gott. Ja, ich habe bei mir auch schon Aliens auch. Gehabt. Dammit. Was wollt ihr von mir? ich glaube, ich habe die Quest gleich abgeschlossen. Okay. Leck. Und noch mehr Aliens, hallo. Welche Quest ist es denn? Ja, ich habe auch noch. Interesse halber. Ich soll irgendwie komische Sonden finden. Okay, ich gehe lieber wieder in die andere Richtung. Ja? Sonnenkollektor. Wo habe ich den her? Oh, dir geht's echt so gut. Jetzt schon Sonnenkollektor haben, ey. Ja, wo habe ich den her? Von der Quest wahrscheinlich. Wahrscheinlich von der Quest. Okay. Orbitalmodus starten. Starte die Einheit Orbitalen gewährt, Geländerfelder. Oh mein Gott, ich lasse den erstmal, glaube ich, da. Warte, was mal. Ja, erstmal da lassen. Noch kann ich nicht so viel damit anfangen. Danke, Quest. Der holzt bei mir immer noch den Wald ab. Sag mal, kannst du dich mal beeilen? Was macht das denn? Ich hab langsam genug vom Wald abholzen hier. Ja, und was ist das hier? Gibt's hier erstmal? Hier gibt's mir erstmal, das ist schlecht. Und hier Quest auch. Aktualisiert. Gründen Sie einen Außenposten. Erforschen Sie. Ah ja, okay, da bin ich bei. Aber das dauert noch eine Weile. Oh, auf jeden Fall starten. Endlich habe ich auch eine Quest. Yay! Genau, Außenposten gründen. So sieht's aus. Eieiei. Ei, ei. Ja, und jetzt würde ich gerne diesen Modus verlassen, danke. Schon meine Stadt etwas größer. Was baut die denn gerade? Die baut, glaube ich, baut die was? Ja, ich glaube. Hier ist ja wirklich ein Running Start. Mhm.
Stadt New Hope hat nun drei Bürger. Neue Bürger. Stadt Lavender hat nun drei Bürger. Neue Bürger bewirtschaften automatisch das Land rund um die Stadt, um mehr Nahrung, Produktion oder Energie zu produzieren. Nee. Welche werden denn inzwischen. Ah, okay. Die sind erstmal auf Nahrung drauf. Aber das ist doch ganz gut. So, jetzt darf ich aber auf euch warten. Ja, weil wir gerade ganz viel. Bin jetzt fertig, also wir warten jetzt auf dich. Was? Seltsam. So. Okay, wo gehe ich denn jetzt mal lang? Quest aktualisiert. Ressourcensonde entdeckt. Okay. Quest entscheiden. Da ist wohl eine Ressourcensonde wurde entdeckt. Eine Einheit, die zum Untersuchen könnte brauchbare Materialien entdecken. Okay, da bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich hier eine Quest, wo ich mich entscheiden soll, aber wie kann ich mich denn da entscheiden? Wenn wir sie nicht unternehmen, können sie die Umgebung in irgendwas verwandeln und auf die. Ja, vertraute Exoten, Questentscheidung. Ja, aber wie komme ich denn zu dieser Entscheidung? Achso, ich muss draufklicken. Jo. Ihr habt Städte an Flüssen. Oh, das ist fies. Ich habe keine Städte am Fluss. Ich mach dafür ist meine nicht an der Küste. Das ist ziemlich dumm gelaufen. Es hat mir nur ein Feld gefehlt. Ich beides gehabt. Du bist doch an der Küste, da ist doch ein Küstenfeld. Nein, bin ich nicht. Ist das ein See oder wie? Ja. Okay. Leider. Expert beides. Dann geht's ihm am besten. Was hab ich am besten? Du bist am zwischen Küste und Fluss. Ja. Ich bin nur an der Küste und Blackie ist nur am Fluss. Genau. Deswegen wollte ich auch meine Stadt um ein Feld verschieben. Aber, naja, geht halt nicht. Du bist ja auch am Meer und am Fluss. Nein! Also am Fluss ja, aber nicht am See. Nicht an der Küste. So, wir warten wieder. Okay, auf dich, aber Blackie. Das sieht das so aus. So wie ich das hier, sieht das so ein bisschen so aus. Mein Schalter drückt sich immer wieder um. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ach nein, also muss schon wieder Aliens. Produktion. Hier, vertraute Exoten-Quest-Entscheidung. Als wir auf diesem Planeten angekommen sind, haben wir eine Reihe von Pflanzen der alten Erde mitgebracht. Irgendwie hat eine der Pflanzen geschafft, außerhalb von Lavender invasiv zu werden. Wenn wir nichts unternehmen, könnte sie die Umgebung in ein Ökosystem verwandeln, das dem der Erde gleicht. Ob das gut oder schlecht ist, wissen wir noch nicht. Weiter. Ja, hab ich auch gerade hier. Geschafft. Du brauchst ja nicht jeden Text vorlesen, der dir aufläuft. Jeez, bei mir ist nichts los! Ja, bei mir ist diese Pflanzenart, für die ich mich schon entschieden habe, muss ich jetzt mich entscheiden, was soll sie killen? Soll sie lieber die Nahrung killen oder die Energie? Dann habe ich gesagt. 70 Energie habe ich bekommen. Durch die. Ich habe so einen Sonnenteil bekommen. Bauen Sie ein. Was? Eine Petrochemie in. Nee, kann ich noch nicht. Warten auf Spieler, achso. Ich könnte mir schon Soldaten holen, aber nee. Ich hab mir gerade erstmal einen Bautrupp geholt. Okay. Ich hab da gerade einen lustigen Button gefunden, über den ich jetzt erstmal drüber hovere. Die Zuschauer wissen dann schon, was los ist. Okay. Macht es Schaden? Tötet es uns? Zweiteres Jahr. Was? Nein! Ich würde dir mal vorschlagen, greif mal die einheimischen Arten hier an. Das wird dann kann ganz ich noch nicht, ich habe keine Soldaten. Ich habe nur den Spieler rauswerfen Button gefunden. Achso, boah, dankeschön. Was für eine Erfahrung. Simon, was treibst du? Ich habe gerade noch was hinzugefügt, jetzt geht's besser. Was? Könnte irgendwas mit 7 Runden. Was ist 7 Runden? Die Farm bauen. Ja, dauert ganz schön lang. Ja. Kill diese Bäume. Auch wenn ich glaube, dass mein Bautrupp langsam stirbt. Was ist denn da? Waldebene. Achso, Vieh. Fuck. Die invasive. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich das ignoriert, dass die Pflanzenart sich verbreitet hat. Und die invasive Pflanzenart hat angefangen, sich zu verbreiten, wodurch sie die anderen Ressourcen des umgebenden Landes eliminiert hat. Trotzdem weist diese Pflanze ein hohes Potenzial als Getreide auf, da sie schneller und höher wächst als auf der alten Erde. Unsere Wissenschaftler glauben, dass die Pflanze durch einfache genetische Modifikation als Energie- oder Nahrungsquelle genutzt werden kann. Wir müssen uns nur überlegen, was nützlicher für uns ist. Ich habe Energie genommen. Das ist Supremacy. Wo kann man das denn jetzt auswählen? Du musst auf der unten, da wo du auf nächste Runde klickst, da steht dann gleich Entscheidung. Questentscheidung, achso. Ja. Ich finde das komisch, mir werden solche Sachen nicht angezeigt. Du hast auch keine Pflanzen mitgenommen. Achso.
Ach so, habt ihr beide dasselbe ausgewählt? Ja. Nee, wir hatten beide, dass Pflanzen ausgebrochen sind. Und ach so, wir haben zufällig beide halt gedrückt, dass ja, deswegen sage ich ja, dass es mich wundert, dass nichts bei mir los ist. Wenn das beides zufällig bei euch passiert ist. Hallo, Nomes. Hallo. Bist schon vier? Gefunden, ne? Meine ist jetzt drei, meine Stadt. Jeez, wie bist du schon so groß? Das dann liegt daran, dass meine Stadt auf einem Grasland gegründet wurde mit vier Nahrung. Ah. Ja. Und ich baue gerade einen Bauernhof, also. Okay, macht Sinn. Oh, nimm ich mal. Warte, die Algen, die vor meiner Küste sind, liefern auch viel Nahrung, also, ja. Du hast mehrere Algen? Nicht nur einen? Ja, also zumindest ein Geländefeld, aber ich weiß nicht, ob hier noch mehrere sind, kann da sein. Achso, okay. Da oben sind noch welche, da gründe ich vielleicht einen Außenposten, aber ja. Ah, hier geht's hin. Komme ich da am besten hin? Scheiße, wieder durchs ganze Meer erstmal laufen, ey. Wisst ihr, wie das ist mit solchen. Leute, hallo! Ja, ich höre dich. Wisst ihr, wie das ist mit solchen Expeditionen? Da ist Miasma drauf. Kann ich die dann abbauen überhaupt? Einfach rauf. Die müssen. Also, da steht normale Sonden, da konnte ich die raufschicken, dann wurden die sofort erforscht. Okay. Ich dachte, das macht der Erkunde. Du sagst Sonden? Nee, warte. Ich habe meinen. Warte, wir haben Erkunder. Das ist so eine Spitzhacke und Schaufel. Das heißt, ich schlage vor, dass sie hier eine Expedition zusammenstellen. Da kannst steht du eine da Expedition drauf, starten. Ich hatte Sonden, da konnte ich sofort drauf gehen und dann wurden die sofort erforscht. Also, ja, aber wie. Also, wie mache ich das? Das ist eine Spitzhacke, das hatte ich noch nicht. Ich würde ihn also raufschicken, dann kannst du vielleicht eine Attacke oder sowas auswählen. So eine Fähigkeit und dann wird das abgebaut. Und dadurch gibst du dann irgendwas. Ach so, ja. Ja gut, und, aber geht das, wenn auf dem Feld Miasma ist? Das war die Frage. Miasma ist tödlich. Das ich weiß, trotzdem geht das, ob das, wenn... Ja, es geht, jetzt aber er verliert noch nach Leben. Das heißt, entweder... Ja, das weiß ich. Ich weiß, wie Miasma funktioniert. Ja, das heißt, entweder er stirbt, ich bevor weiß, es abbaut. Das nicht. Also das heißt, entweder stirbt er, bevor es abbauen kann, oder er kann es abbauen, hat er noch wenig Leben oder Mittel. Ja, er kann sich ja wieder heilen. So, wo habt ihr Sonden gebaut? Ich hatte gerade das, dass mein Erkundertrupp fast in einen Alien reingelaufen wäre. Und das hätte bedeutet, dass ich, dass der Erkundertrupp getötet worden wäre. Deswegen habe ich ihn lieber erstmal in die andere Richtung geschickt. Ah, wie kann man denn. Ah, gut. Jetzt kann ich eigentlich noch nächste Runde klicken gerade. Mein Gott, diese furchtbaren Miasma-Felder. So. Haben wir euch denn getan, ja? Besonders, woher kommt das denn? Woher kommt was? Miasma. Ist das einfach mal so, lass mal hier jetzt Gift machen? Das ist halt so eine giftige Wolke. Wolke? Ist ja ein neuer Planet, ist ja nicht die Erde. Ja, aber wo kommt das her? Ich meine. Aus dem Boden? Aus der Luft? Aus dem Wasser? Na, dann wär's ja nicht mitten im Land hier. Ja, ich weiß auch nicht. Boden ist auch mit Wasser versehen. Sonst wäre es ja Wüste. Achso, ich dachte jetzt eher an Ozean und so, dass es daher kommt. Oh, ich weiß es nicht, es nervt nur. Es kann auch aus dem Ozean kommen und ein vernünftiger Wind kann es aufs Land tragen. Ein vernünftiger Wind. Weiß ich ja nicht. Der Kolonist kostet ganz schön viel. Ja. Aber Investitionen müssen sich lohnen. Ihr holt euch jetzt schon den ersten Kolonisten per Bauervorhaben oder was? Ja, na klar. Also ich hole mir den über Kolonialinitiative. Okay, dann mache ich jetzt hier das zweite. Ja, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ich bin halt total gerade überwältigt davon, dass man. Ja. Was hast du gesagt? Kolonisteninitiative? Okay, Kolonialinitiative. Ja, bitteschön. Warte mal, du hast jetzt schon Kolonialinitiative auswählen können? Ja. Sag mal, was geht denn bei euch ab? Ihr müsst ja so viel gutes Zeug finden. Ich hab grad nur zwei. Wo ist denn? Moment. Ich hab nicht viel gutes Zeug gefunden. Ja, also du hast schon deine zweite Politik? Nee. Das ist dritte. Ja normal. Das ist ja nicht mehr normal. Die dritte. Ja, stimmt, dritte. Ja, genau. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Also ich hab mich auf Politik konzentriert und hab die frühestens in zwei Runden. Warum können... Ja, genau. Und jetzt habe ich meinen Kolonist verloren. Wunderbar. Oh mein Gott. Das ist so lächerlich. Ich ziehe mich erstmal wieder zurück.